den Topspin-Lob zu spielen. Und da hat Siniaková überhaupt keine Chance ran. Schwer. Oh, da ist das Break. Das ist bereits vier daran. Na, ich bin richtig begeistert vom ersten Aufschlag, wieder knapp 100. Das sieht alles so viel natürlicher aus. Keine Unsicherheit, kein Gewackel. Da hat sie viel dran gearbeitet. Und im Moment macht und muss sich das nicht nur einreden, sondern sie hat wirklich ein gutes Selbstverständnis, gutes Gefühl. Und das sehen wir hier. War gut. Und der ist aus, preiszugeben. Nicht zu weit zurückzuweichen. War jetzt eben nicht ganz so vorteilhaft, weil der Ball so lang war von Siniaková. Sehr gut. Da hat sich Siniaková sehr früh für eine Seite entschieden. So ein bisschen wie der Elfmeter beim der Torwart beim Elfmeter. Und da hatte Kerber überhaupt keine Mühe, sie zu passieren. Ja, das ist eigentlich ihr Spiel gewesen in den letzten Tagen. Aber 18 Unforced Error. Schon eine Art von Verzweiflung von Siniaková, dass sie da, um Kerber aus dem Konzept zu bringen, einfach mal rangeht, aber das war zu unvorbereitet und dann am Ende keine Mühe. Sehr stark. Ja. Ja, das ist stark gespielt von Siniaková. Oh, das waren drei richtig schnelle, glatte Grundschläge von Angelique Kerber, ganz stark. Vorhand, Rückhand, Vorhand. Schöne Kombination.
Siniakowa. Vorrangig in Polen lebende Angelique Kerber. Oh, der ist gut. In diesem Match 5 für Angelique Kerber. Da hilft aller läuferischer Einsatz. Hat und gut steht, dann ist das kaum zu retournieren. Ähnlich wie diese Vorhand. Die Linie entlang. Und nochmal, bisschen anders, aus der Mitte raus, eigentlich noch. Sie den Ball perfekt platzieren kann. Ja, da hat sie sich ein bisschen ver... Oder aus, ja. Stimmte das Timing nicht. Die Folge, nächster Doppelfehler. Oh, wieder ein bisschen Glück. Und auch so in der Beweglichkeit lässt sie gerade ein bisschen nach, ein kleines Loch. Aber darauf ist Verlass. Gutes taktisches Mittel. Stark. Für Siniakova. Ja, das war ein bisschen gelesen. Und da steht sie nicht gut. Der genauso gewollt war oder ob da auch ein klein bisschen Restglück dabei war, aus der Position einen Volley-Stopp mehr oder weniger geradeaus zu spielen, ist ja, aber es sieht absichtlich aus, also Hut ab. Unglaublich schwieriger Ball. Dieser typische unbändige Wille. Wirkung zeigen. Ah.
einen sicheren Schuss anzusetzen. Super Schlag. In ihrer typischen Haltung abgekniet. Und so eine tolle Hand-Auge-Koordination, den da so hinzuspielen. Und damit drei kleine Matchbälle. Und sie nutzt gleich den ersten 5-2 für Angelique Kerber. Neue Bälle nochmal, das ist doch ein herrlicher Anlass. Vielleicht ja sind diese neuen Bälle hinterher noch sehr viel wert, weil noch so gut wie ungespielt. Und im Übrigen sind das exakt beim nächsten Grand Slam sein werden. Ja, 30-0. Abgewartet und dann perfekt platziert und damit zwei Matchbälle für Angelique Kerber. Natürlich würden die Fans auch gerne noch ein etwas längeres Match sehen, aber ich glaube, Kerber wird ihnen diesen Gefallen nicht erfüllen und will sie auch nicht. Sie muss Kraft sparen. Jetzt gut. Und so schnell gibt sich Siniakova dann nicht geschlagen. Nicht so spektakuläre Art und Weise wie gestern im Viertel- und im Halbfinale, aber am Ende souverän und hochverdient. Glückwunsch an die 33-jährige Deutsche, die sich aus ihrer wahrscheinlich größten Krise der Karriere befreit hat. Und deshalb geht jetzt auch der Dank an ihren alten und neuen Trainer, an Torben Belz. Und an den Rest der Box, ich glaube, die Großmutter ist auch in der Box dabei. Ja, und der Applaus des Publikums ist ihr natürlich gewiss. Klar, der kurze Hinweis und die Faust zu ihrem Manager. Und ich glaube auch ihre Mutter, die auf der gegenüberliegenden Seite ist, die ja ungern in der Box mitsitzt, damit sie auch nicht so häufig im Bild ist, glaube ich. Ja, und Angelique Kerber hat eine lange Durchstrecke. Der eine Skulptur ist und ein Wanderpokal ist, hochgereckt in den Sonnenschein von Angelique Kerber. Tennis.